Ich glaube, eigentlich hatte ich nie wirklich eine Wahl. Ich habe von Kind an konstant gezeichnet und gemalt. Kannst du dich noch an einen Moment erinnern, in dem dir ganz klar war, dass es das ist? Was Aktmalerei und Aktzeichnen angeht, hatte ich schon irgendwie so einen Aha-Moment. Eine Bekannte von mir hatte eine Freundin, die hochschwanger war und sagte irgendwie so, ja, die ist so schön, die musst du nachmalen sofort, komm her. Und das war wirklich ein Gefühl von Einrasten. Das heißt, das ist es für mich irgendwie, nach den Leuten malen. Das hat eine ganz spannende, sehr, sehr menschliche Ebene, die mich total froh macht und einfach interessiert. Also auch wenn man im Museum ist und Bilder schaut, sobald man irgendwie ein Stück Kleidung oder was dabei hat, was über den Menschen hinausgeht, wird es wieder in diese gewisse Zeit gesetzt. Irgendjemand denkt, okay, der trägt eine Perücke, das ist jetzt auf jeden Fall jemand aus dem, was weiß ich, 18. Jahrhundert oder der und der hat eine Robe an, das ist christliche Malerei, das soll dann und dann darstellen. Aber sobald du einen Körper hast, ist es einfach nur noch ein Mensch. Also ich würde sagen, es gibt drei verschiedene Sachen, die mich hauptsächlich antreiben. Eins davon ist, einfach eine Aufgabe zu haben, zu der ich gerufen werde, sag ich mal. Ich will einfach, wie Hock mir auch sagt, Inspiration, she does not visit the lazy. Das zweite ist Geld. Ist auf jeden Fall wichtig, Geld zu verdienen. Und das dritte ist wirklich eine soziale Frage. Also ich denke, es gehört auch sehr dazu, die Sachen, die man macht als Künstler, zu zeigen, um dass die gesehen werden. Also Malen ist ja im Prinzip ein unheimlich einsamer Beruf. Ich denke wirklich, dass das der Hauptgrund für das Thema Mensch Gesellschaft ist für mich. Wenn ich Menschen male, habe ich Gesellschaft. Und ja, wie gesagt, ich mag irgendwie gerne auch die enge Verbindung, die man one-on-one mit jemand hat, wenn man den malt. Und es ist einfach, es ist wirklich was Besonderes, denke ich. Dieses einfach Zusammensein und gesehen werden, sehen und gesehen werden, ist auf irgendeiner Ebene, glaube ich, fast ein menschliches Grundbedürfnis. In diesem Bereich, der zwischen der Darstellung von Realität geht und dem, was ich aus Farbe mit einem Pinsel herstellen kann. Die Fehler im Prinzip, die dabei auftreten, der Mund zu klein und da die Augen zu groß und was weiß ich. Also es gibt immer diese Diskrepanzen. Und wenn man das einmal macht, dann wird es halt entweder gut oder es wird schlecht. Dann okay, aber wenn ich dasselbe 30 Mal hintereinander mache, dann sind auch die Fehler Teil von den Guten. Ich habe einen Anspruch an mich, den ich gerne erfüllen will. Und ich sag mal, bei einem von 10 Bildern kriege ich es vielleicht mehr oder weniger hin. Und die restlichen sind halt ein Kompromiss. In diesem Kompromiss liegt halt aber auch die Wahrnehmung. Also ich fahre gerade total auf David Hockney ab. Und ein totaler Schlüsselsatz für mich war, den ich kürzlich gelesen habe, wo er meinte, the camera sees geometrically, but the eye sees psychologically. Man kann das, was das menschliche Auge sieht, nicht mit einer Kamera wiedergeben. Es ist unmöglich, weil wir subjektiv sehen. Und wenn ich dich jetzt angucke und mir denke, okay, die Augen interessieren mich, dann werde ich eventuell in dem, was ich dann aus Farbe herstelle, die Augen einfach größer malen. Nicht, weil ich sie größer sehe, sondern weil ich ihnen mehr Aufmerksamkeit geben will. Malst du jeden Tag? Nee, ich male nicht jeden Tag. Ich habe meistens sehr, sehr produktive Schaffensphasen von normalerweise 1-2 Wochen, wo ich dann auch wirklich jeden Tag viel mache. Und dann setze aber auch eine gewisse Erschöpfung ein und dann muss auch irgendwie wieder Pause sein. Wenn ich es schaffe, im Jahr 2 größere Zyklen herzustellen, dann bin ich happy. Gibt es ganz spezielle Dinge, die dich besonders inspirieren? Naja, es gibt Notwendigkeiten. Ausgeruht und fokussiert am Werk zu sein und einen Rahmen, in dem ich im Prinzip loslassen kann, zu haben. Ich denke, was ich mache, wenn ich male, ist ja, ich probiere so weit wie möglich den Kopf auszuschalten und einfach nur das, was ich vor mir sehe, zu übertragen. Über Auge, Hirn, Nervensystem, in die Hand rein, durch den Pinsel, auf die Palette, in die Farbe, auf die Leinwand. Und möglichst nichts dazwischen zu stellen. Also mehr versuche ich gar nicht. Damit kann ich mich schon den Rest meines Lebens wunderbar beschäftigen. Und ich denke, darum habe ich auch gewählt, also meine wirklich fast ausschließlichen Medien sind entweder Ölmalerei oder Bleistift. Also ein guter scharfer Bleistift oder Buntstift ist auch gut. Bei Ölmalerei und Bleistift hat man, soweit es möglich ist, soweit es Menschen möglich ist, wirklich Maximum an Kontrolle. Und sobald ich dieses Maximum an Kontrolle über mein Material habe, kann ich gehen lassen.
Natürlich gibt es Sachen, wo ich mir wünsche, dass es einfacher wäre. Dass es einfacher wäre, Geld zu verdienen, dass es einfacher wäre, Galerien an den entsprechenden Plätzen zu finden, wo ich gerne welche hätte. Aber ich finde auch, man muss die Erfolge nehmen, wie sie kommen. Also ich bin schon ein relativ positiver Mensch eigentlich. Und ich weiß nicht, ich finde ja, ihr müsst euch übrigens jetzt kurz off camera oder vielleicht auch on camera, kennt ihr den Film Anvil, The Story of Anvil? Es ist der absolut herzerweichendste Film, über was es heißt, ein Künstler zu sein. Der hat mir so viel beigebracht, der Film, weil es halt echt darum, es geht um diese zwei Jungs, die mit 15 angefangen haben, in Toronto Heavy-Metal-Musik zu machen und sich gesagt haben, wir werden den Rest unseres Lebens irgendwie zusammen rocken und sind jetzt beide über 50 und machen es immer noch, spielen immer noch Heavy-Metal-Musik und hatten einen Moment in den frühen 80ern, wo sie mal fast erfolgreich waren und dann aber nicht und das ist halt dieses Ding von, die machen halt einfach, was sie wollen und so muss man auch, denke ich, immer weiterkämpfen. Und mal hat man dann vielleicht einen Erfolg, oh, wow, 10 Bilder auf einmal verkauft und und dann kommt immer so dieser innere Anspruch, oh, jetzt geht's weiter bergauf und bei der nächsten Ausstellung verkaufe ich auch nochmal 20 Bilder. Denkst du, bei der nächsten Ausstellung verkaufe ich überhaupt nichts. Ne? Ja, ja. Darum denke ich einfach, das Hauptding, was ich habe, ist, dass ich halt das mache, was ich gerne machen möchte. Und da muss ich mich dran festhalten. Das ist das Einzige, was ich habe. Alles, was dann noch im Zusatz kommt, wenn ein anderer Mensch meine Bilder sieht, wenn der sie auch noch gut findet, toll. Wenn 100 kommen, noch besser. Wenn 4000 kommen, wie in Mannheim, noch besser. Aber ich kann mich halt echt nicht drauf verlassen. Insofern denke ich, der Hauptbestandteil von dem Leben ist wirklich einfach das zu tun, was für mich wichtig ist. Freeman White, einer meiner Lieblingskünstler.